Musst du noch meine Duroc-Schweine abschweinen? Also du musst die Schweine abschlachten? Abschweinen. Das Abschweinen? ist nicht schlachten. Aber fast. Abfarmen. Trete Farm. Such Farm. Finde Farm. Warte mal, ich muss noch mal eben die Tür zumachen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Folge von Farm Together 2 mit dem Epi, der bei sich gerade das Fenster am Zumachen ist und deswegen nichts sagen kann. Aber ich wollte trotzdem schon mal Hallo sagen. Ich habe das gehört. Er hat das gehört. Ja, er hat das gehört. Das ist immer gut, weil wir haben nämlich heute wieder was ganz Tolles vor. Also irgendwie auch nicht, weil uns die Ideen so ein bisschen ausgehen. Aber wir haben eine Erweiterung und die können wir zusammen machen und dann überlegen wir. Doch, wir haben doch was Tolles vor. Wir hatten doch noch was überlegt. Fällt mir gerade ein. Nein. Veräppel doch nicht die Zuschauer. Wir hatten was überlegt. Ich kann gar nicht laufen hier. Wir sind jetzt hier frisch drauf. Das heißt, wir können hier wieder alles machen, bis auf diese Blumen, die irgendwie scheinbar eine Woche brauchen oder so. Keine Ahnung. Nee, die hatte ich, glaube ich, heute irgendwann mal weggepflanzt, weggeerntet. Weggepflanzt, das hört sich irgendwie. Oh, warte, wir müssen mal kurz Weizen setzen. Wir müssen mal kurz, bevor wir jetzt hier irgendetwas machen können fürs Let's Play. Wie viel brauchen wir? 100? Oh Gott. Ja. Okay, also wir sind mega gut vorbereitet, das merkt ihr schon. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag. Wir kommen rein, wir begrüßen uns. Dann sagen wir, ich will eigentlich gar nicht mit dir aufnehmen. Ja, ich auch nicht mit dir. Ja, warum machen wir das dann? Ja, weil wir noch ein neues Video brauchen und du jetzt eine Woche nicht da bist. Ach so, ja, dann mach mal los. Warte, ich muss noch Fenster zumachen. Und dann stehe ich schon hier und bin schon am Aufnehmen und höre mich gerade an wie so ein Gummibärchen auf Ecstasy. Warum, weiß ich gerade auch nicht. Und wir haben alles geplant und nichts im Kopf irgendwie gerade. Wir haben jetzt nur wieso Quatsch. Hast du eigentlich nichts verkauft? Die ganzen Fische sind alles voll. Ich habe nicht alles verkauft, aber ich habe vieles verkauft. Ja, hallo? Wir haben über 11.000 Edelsteine. Oh Mann, ich die Himbeeren sind voll, alles ist voll. Äpfel sind voll. Ja, die Himbeeren kann sein, das weiß ich nicht. Die Gameplayerin ist voll. Ja, ich bin immer voll. Aber wenn, dann bin ich mit Energy voll und nicht mit, und mit Kaffee. Oh Gott, ich glaube, ich habe heute einfach zu viel Koffein getrunken. Das glaube ich auch. Wolle. Du wolltest Wolle kaufen? Weil Wolle haben wir zu viel. Blumen. Blumen hast du auch gesagt, sind voll. Blumen sind doch gar nicht voll. Halb voll. Äpfel, Birnen, Fische. Äpfel, ja, Fische habe ich schon. Da hast du gelogen. Die sind nicht voll. Aber Birnen und Äpfel, die sollte. Ja, stimmt. Die Äpfel habe ich immer weiter geerntet, obwohl ich wusste, dass da voll steht. Also, die haben wir jetzt überflüssigerweise. Fische sind auch voll. Was aber ich habe gelevelt. Fische sind voll. Fische sind Freunde, kein Futter. Voll sind die nicht. Ja, voll Wasser. Ich glaube, haben wir eigentlich schon hier den Koop-Laden gezeigt? Ich habe da ein sehr schönes Video von gemacht, deswegen möchte ich das gar nicht zu lange zeigen. Nur ganz kurz am Rande der Hinweis, man kann, wenn man auf fremden Farmen arbeitet, wieder einen XP-Bonus holen. Das ist hier alles ein bisschen anders. Wie gesagt, schaut euch einfach mein Video dazu an, zum Koop-Laden. Und ja, ich sag mal, der Hauptpunkt, so wie es früher gewesen ist, man kann es in Zeit wieder umwandeln. Aktuell, ich weiß nicht, ob es so gewollt ist oder ob das ein Bug ist eventuell, das wäre aber ein netter Bug für uns, gibt es auch einen Bonus auf das Geld, was man bekommt und man bekommt die doppelten XP raus. Man kann aber auch noch bei vielen anderen Sachen hier einstellen und ich habe den Hinweis bekommen, dass wenn man draufdrückt in der Mitte, dass man dann alles aussuchen kann. Also ihr seht schon, man kann tatsächlich gegen alles tauschen. Ja, deswegen wundert euch nicht, warum ich da oben jetzt 75 von 75 habe. Das ist übrigens auch levelabhängig. Das habe ich zwar in meinem... jetzt habe ich das hier unten umgestellt. Das habe ich zwar in meinem Video, glaube ich, auch erwähnt, aber... da habe ich es noch nicht überprüfen können. Aber da der Epi ein etwas kleineres Level hat als ich und weniger... Ich glaube, du hattest 63 oder sowas da drin, kann das sein? Was habe ich 63? Bei was, diesen Punkten, diesen Like-Punkten da. Ja, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen dazu gekriegt, aber ja, es ist etwas weniger als du hast. Ja, ich habe 75, deswegen, weil das war unterschiedlich. Also, als du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, okay,
Das stimmt. Nee, du hattest 71, habe ich bei dir gesehen, wo du im Video das gemacht hast. Nee, ich habe die ganze Zeit 75 gehabt. Ich hatte da nicht. Können wir den Kohl nochmal neu setzen, bevor wir starten? Weil der ist unheimlich lästig. Das kann ich euch wirklich nur sagen. Der ist extremst lästig. Wir haben den jetzt auf gleich 23. Und privat habe ich den ja auch schon hoch gedonnert ohne Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade mal die dritte Stufe jetzt endlich mal freigeschaltet. Von dem Kohl. Und das ist wirklich nur nervig, weil das so unheimlich lange dauert. Ich glaube Level 30, 40 irgendwie, damit du den zweiten freischaltest. Achso, den zweiten haben wir übrigens freigeschaltet. Ne? Da habe ich uns einen Streifen von gemacht. Ich habe ja zwischendurch mal ein paar Edelsteinchen geholt hier. Damit wir für heute auch gut gerüstet sind. Ach, den können wir sogar machen. Können wir den gerade... Oh ja. Das ist nämlich hier oben beim Schachbrett. Da habe ich uns die Enten hingestellt, die wir freigeschaltet haben. Weil die haben wir nämlich letztes Mal, glaube ich, vergessen. Die haben wir während der Folge sogar noch freigeschaltet, glaube ich. Haben dann aber vergessen, die zu setzen. Oder du meintest, die sollten wir noch nicht setzen, sondern erst, wenn wir was freigekauft haben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die dann schon mal gesetzt, damit wir die dann schon mal auch leveln können. Was brauchen wir denn dafür? Mhm. Haben wir denn... Ja, doch, Weizen haben wir noch. Okay. Guck mal, siehst du, was ich level? Nein, was denn? Die Peking-Ente. Es gibt heute Abendessen. Das hätte ich ja, ich habe auch sagen, eine Ente. Ich habe gerade auch eine Ente abgefarmt, aber warte mal. Wie viel? Wieso bist du hier unten in der Ecke gewesen, hast aber keinen Weizen, keine Gäste neu gesetzt? Die ganzen Blumen hast du hier nochmal neu abgefarmt. Nee, nicht alle. Du hast hier die Hälfte stehen gelassen. Was für Blumen? Was du hast doch hier unten gerade eben noch die Blumen gemacht. Habe ich nicht, erzähl nicht. Ja, deswegen sind die auch gerade frisch abgeerntet. Ich habe das sogar, ich habe ganz am Anfang habe ich auf die Karte geguckt, da habe ich gesehen, wie du das gemacht hast. Da habe ich sogar den bildtechnischen Beweis, die Videoaufnahme. Ah, Sherlock Spürnase ist wieder unterwegs und kann es sogar beweisen. Ja, das meint sie immer, aber in Wirklichkeit kann sie nichts. Doch, doch, ich habe das sogar das kann sie gut. Wie du da unten, ja, vielleicht so für 3 Sekunden habe ich geguckt, aber man kann es auf jeden Fall sehen. Ich kann es ja in Slow Motion nochmal einspielen. Hm. Da kann man, also, wenn ich es vergessen habe, was sehr große Gefahr ist, dass ich das vergesse, an dieser Stelle einzuspielen, dann könnt ihr ja nochmal zurückgehen. Hier oben die Blumen hast du übrigens auch vergessen. Die würde ich jetzt nochmal kurz machen. Also, wir wollen jetzt nicht alle Arbeiten machen, während ihr dabei seid. Sondern wir wollen jetzt freischalten. Ja, mach mal, verkauf mal eben, was machen die Schafe? Mäh. Nein, die machen, die machen Wolle. Verkauf die machen Wolle. Scheiße, Wolle wollte ich gerade sagen. Aber Wolle habe ich eben, ja, Wolle habe ich eben verkauft, aber das können wir nicht. Das müssen wir hochsetzen. Jetzt, doch ich mal. Ich kann nicht mehr verkaufen. Hast du den Stöpsel aus deinen Ohren nicht rausgezogen heute? Mit der kann man nichts anfangen, mit der Gameplay. Hallo, immerhin bin ich zwischendurch jetzt auch schon mal Dings am Verkaufen hier. Diesen Gewürznelkenbaum hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, meine ich, war das. Oder kurz danach, ich weiß es nicht mehr, gesetzt. Und den habe ich geerntet und den können wir... hier hinten hast du auch nichts gemacht, oder? Oh mein Gott. Oh, Moment, den grünen Kürbis, der dauert so lange, den würde ich auch gerne nochmal kurz setzen. Ich sage, wir sind heute mächtig gut vorbereitet. Wir haben schon ein Drittel von der Folge oder so, sind wir hier. Ach, Scheiße, an wir brauchen Sachen Level 82 für das nächste Schaf. Wir haben nur das, wir könnten das eben machen, aber weiß, wir haben nicht den Farmlevel, weil du nichts machst hier drauf. Ich habe die Schafe extra nochmal gelevelt, habe mich gewundert, warum wir keine neuen machen können und habe das dann auch gesehen. Aber ich bin ja die Blumen hier fleißig am machen, allerdings haben wir im Moment nicht mehr, weil ich jetzt auch keinen Boost drin habe und nichts. Den muss ich auch mal hierfür nutzen. So, jetzt haben wir hier die alle gemacht. Die Frage ist jetzt, für unser Projekt, was nehmen wir denn da? Ich meine, wir müssen wahrscheinlich dann ein bisschen was verändern. Wir können theoretisch, ist das das Ganze hier? Ja. Wir können theoretisch das hier rechts nehmen, neben den Schafen. Guck mal eben gucken. Ja, aber dann sind ja die da... Ja... Ja, ich weiß nicht, willst du das so machen, wie wir das besprochen haben? Oder möchtest du... Ja, hatte ich eigentlich vor.
Wir könnten natürlich eine Vorlage nehmen und die dann ein bisschen ändern, ne? Wir können auch hier zum Beispiel, da ist, glaube ich, weniger. Also entweder sollte es ziemlich flach sein oder das hat schon eine erhöhte Sache drin. Bei der 3? Ja, bei der 3, da ist wenig erhöht drin. Das können wir nehmen. Oh mein Gott, da hinten geht's ja und... Oh, und ich dachte, wir wären hier am Rand. Ach du Schande. Nee. Ich sag doch, das geht auch im Level von der Farm. Wenn das Level höher geht, verändert sich das nochmal. Ja, lass uns die 3 nehmen. Nein, das verändert sich nicht. Ich habe das nur total vergessen. Also hier hinter der 3, wo du jetzt gerade stehst. Ja, aber die 3 ist, da müssen wir das auch. Ich will keinen Schnee da drauf haben. Das nee, das können, aber das ist nur mit Geld. Also das können wir auf jeden Fall. Ach so, warte mal, das ist aber 2 hoch. Ja, das ist ja auch richtig. Das muss 2 hoch sein. Nee, eigentlich nicht. Du willst das doch so machen. Ich darf mich ja jetzt nicht klar äußern. Du willst das doch so machen, wie wir das besprochen haben, oder nicht? Dann ist das ja nur 1 erhöht in der Mitte. Nee, warte mal. Ist das 2? Nee, das ist... Nee, das sah jetzt nur so aus wegen dem Schnee, oder? Nee, es ist nur diese eine Erhöhung da. Wenn ich das anders... Nee, das ist nur 1, oder? Guck mal von oben drauf. Das sieht so aus, als ob das noch eine Erhöhung ist irgendwie. Ja, hat's auch, oder? Also durch den Schnee. Hä? Ist das jetzt eine optische Täuschung? Da hinten sieht es auch wie noch eine... Nee, das ist noch eine Erhöhung. Doch, doch, wenn du hier guckst, sieht man das. Ja, hier siehst du es, hier am Rand siehst du es. Es hat 2 Erhöhungen. Dann ist es ja... Aber das ist auch größer, als ich das damals gemacht hatte, mal schon, oder so, so in der Art, was ich so jetzt vorhab. Ja, oder soll man hinten die relativ flache Stelle über der 5 nehmen? Warte mal. Also lieber eine, wo ein bisschen was drauf ist. Dann kann man das ja wegmachen und kann es passend machen. Nee, die ist sogar... Ja gut, rechts ist ein bisschen was, was wir wegmachen müssten. Aber ansonsten, wenn ich das hier richtig sehe, ist das alles flach hier. Weswegen wir das zwar eigentlich für die Bäume nehmen wollten, aber ich meine, ne? Ja gut, wenn du noch viel für die Bäume brauchst, macht es natürlich Sinn, dass... Ja, aber wir haben... Das ist besser hier. Vielleicht 5, naja, 6 Teile für die Bäume haben wir noch. Das hier, ne? Über der 5. Nehmen wir das? Wo ich jetzt bin. Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist auf der anderen Seite. Ich habe gesagt, ja, über der 5. Wieso haut der jetzt die andere Seite? Dieser blöd. Ja, aber das steht doch falsch, oder? Nein, das ist genau perfekt. Moment, 1 und dann 1, 2, 3. Aber das ist groß. Warum ist das so groß? 2. Ja, das ist nicht ganz perfekt. Wir müssten das ein bisschen kleiner machen. Wir brauchen ja 2x 3er Dinger. Also, um das dann hinzusetzen, was wir wollen. Oder wir machen es einfach weniger. Dann hast du halt weniger, was du abernten kannst. Also nehmen wir das hier. 3, 2, 1. Meins. Okay, warte. Zack. Hab schon. Du kleiner Penner, das hab ich. Bleib stehen, ich piekse dir das Auge aus. Nein. Da bist du wahrscheinlich drauf gekommen, ne? Weil das so ähnlich aussieht wie die Vor-, also wie das, was du gemacht hast. Ja. Bist du wahrscheinlich. Bist du größer hier? Nee, das ist gar nicht größer. Ja, oder? Ich bin gerade am gucken. Warte mal, du hast hier 1. Das war nur auf dem. Nee, das ist nicht größer. Also ich 1, wollte 2, das 3. So machen mit den 4. Ja, doch, das ist ein Ticken. Also ja, es sei denn, deins ist etwas größer als das, was ich gemacht hatte. Also 4 nebeneinander dann. Also weil der Zaun jetzt hoch ist. Obwohl, ja, obwohl, wieso, nee. Der soll ja nee, das nee. Schützen. Ja, ja. Ja, aber nee, der Zaun ist eigentlich sogar super. Den aber können welche? Wir so stehen lassen. Möchtest du aber das welche? Machen? Dass ich dir die Ehre überlasse, heute zu dekorieren. Dann wird die Folge heißen, der Epi dekoriert, ... Nein, ich würde gerne zugucken, wie du das verkackst und dann kann ich meckern. Doch. Ja, dann hier die Sachen hier drin können wir ja erstmal stehen lassen, ne? Also für den Anfang jetzt. Ja, die kannst du verteilen, wegmachen. Nur die Hühner müssen hier weg. Die muss ich verscheuchen, ich verscheuche euch jetzt. Oh, Moment, wir haben auch eine neue Blume, die müssen wir auch bald setzen. Was nehmen wir denn an Fischen? Haben wir irgendwas an Fischen, was wir zum Beispiel... Oh ja, die haben wir noch gar nicht gesetzt hier. Die könnten wir dann theoretisch hier hinsetzen. La 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 la.
Wir dekorieren jetzt alles ganz schön. Aber du lässt es so von der Größe, ne? Das ändern wir jetzt nicht, weil ich jetzt hier drumherum baue. Nee, genau so. So ist gut. So, ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, was das werden wird, aber wir müssen einiges... Ja, genau, kannst du die mal bewässern, damit wir die wegmachen können da hinten? Ich meine, theoretisch könnten wir die auch löschen, aber es ist halt alles... Nein, ich bewässer die, weil wir haben sowieso keine... Wir kriegen die ja nicht, die müssen wir erstmal... So, diese... Du weißt schon. Ja, diese dicklichen Kugelfische, die können eh nicht hochspringen. Ah, Moment, die haben wir auch noch nicht. Dann setzen wir die Pieksfische nach oben, ja? Ja... Die Pieksfische, also die Topaz-Schwertfische, um das mal für euch zu übersetzen. Ich meine, ihr seht ja, was ich gerade meine, der Epi jetzt gerade nicht. Wir wollen nämlich hier was Schönes machen. Das habe ich auch bei mir auf meiner zweiten Farm drauf gemacht. Da muss ich aber zugeben, das habe ich dem Epi jetzt ein bisschen abgeguckt, weil ich habe das gesehen und habe ein Foto ganz heimlich gemacht, also ein Screenshot. Ach, und ich fand das sehr schön. Wieso hast du das jetzt genommen? Ja, ich war noch am überlegen, ich mach's glaube ich wieder weg, ob das nicht schöner aussieht mit denen, aber... Ja, also oben also drauf. Wenn dann würde ich das dunkle Holz nehmen, wenn du das schon mit Holz machen willst. Ja, das ich war mir jetzt nicht sicher, ich glaub's... Aber ich meine, wenn du unten jetzt die andere Straße hast, weiß ich nicht, ob das hier oben... Du kannst natürlich auch so einen Gehweg oder sowas machen. Ich hätte hier oben drauf das sonst getauscht, weil ich hätte hier oben die weggemacht und hätte da diesen Weg hingemacht. Also mit dem Holz. Was jetzt? Meinst du jetzt ab hier quasi oder was meinst du jetzt? Ja, warte, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, deswegen. Ich weiß, das machst du ja öfter. Wir müssen die Bäume, warte mal, die mache ich hier auch mal. Ich mache hier extra die Bäume weg, damit wir Platz haben und du haust uns hier was hin. Wir müssen doch hier was ranmachen. Ja, ich muss nur mal gerade kurz. Ja, ich muss hier oben, die stören mich gerade hier oben. Mal gerade gucken, das sieht irgendwie kleiner aus. Wie hatte ich das? Ich hatte jetzt hier. Ja, nee, das. Also im Vergleich zu dem, was ich habe, ist es größer. Ich habe das nur zwei tief. Jetzt sagt er zu mir, will sich zurücklehnen und mir dabei zusehen, wie ich das dekoriere. Und dann schmeißt er hier ein Haus nach dem anderen da oben rein, ne? Nein. Ich wollte nur mal gucken. Ja, nee, mach du das mal. Ich hätte aber die große Scheune eigentlich genommen, oder? Ich weiß nicht. Ja, die kleine ist auch schön. Die kleine ist schöner. Machst du dann aber noch ganz wichtig, das muss ja auch irgendwie dann da sein, obwohl die Leute wahrscheinlich eh schon ungefähr wissen, was wir vorhaben. Was machst du denn jetzt? Ja, ich werde nicht klar, ich mach den Weg erstmal hier den anderen hin. Immer wenn ich hier was hinsetzen will unten, dann kommst du mit irgendeinem anderen Scheiß an, den du da reinlegst. Ich wollte jetzt hier anfangen. Ja, fang mal an. Ja, kann ich ja nicht. Links stehen die Blumen im Weg und rechts hast du den Weg in den Weg. Achso, hier ist ja, was wolltest du da überhaupt machen? Ja, die Sachen rübersetzen von drüben. Achso, ja, dann kannst mach du mal. Soll ich schon mal den Weg mal eben weg tun? Dann muss ich mal den Zaun da rum machen? Ja, aber machen wir nicht zwei nebeneinander? Wo sind die denn jetzt? Ach, da. Ihr habt bestimmt schon eine Ahnung gehabt und ich denke mal, bei den meisten wird die Ahnung jetzt bestätigt worden sein. Wieso ist hier hinten noch ein Einzelner? Was wir hier gerade vorhaben, da müssten wir aber auch wo bin ich denn jetzt? Ein Schnellreisepunkt, obwohl, naja, gut, der ist relativ in der Nähe. Hast du jetzt da hinten das weggemacht? Ja, dann mache ich das dahin. So, weil wir hier nämlich ein ganz tolles Gehege machen werden, aber ich würde sagen mit Gras dann, oder? Also du hast das, glaube ich, ohne Gras. Ich finde es... ach, das ist hier zumindest etwas anders als bei mir. Jetzt ist er am Überlegen. Ja. So. Die Frage ist jetzt, wie lange möchtest du das haben? Weiß ich nicht. Also möchtest du das so, wie es jetzt hier ist? Warte mal, wie viel haben wir denn? Also ich habe das komplett gehabt. Also 43. Dieses ganze Segment war eine Art. Ja, dass du hier noch einen zweiten Streifen hast, oder nicht? Nein, ich habe alles komplett bis darunter. Ja, aber hier doch noch einen zweiten, oder nicht? Ich
verstehe nicht, was du mit dem zweiten willst. So. Ja, aber dann komplett hier runter. Ja, aber das hier auch noch alles. Groß hast du das doch nicht gehabt. Doch, doch. Aber hallo, ich kann da fahren, bis der Arzt kommt. Ja, da müssten wir auf jeden Fall, wenn das hier offen ist, da nochmal so ein Dreierding weiter zur Seite machen, würde ich sagen. Weißt du, was ich meine? Dass wir hier zwei Streifen nebeneinander haben. Nee. Ugh. Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, ist das schön, wenn ich das in der Farbe mache, weil das... Oh Gott, was macht der Epi jetzt schon? Oh Gott, was machst du denn jetzt? Das hätte ich bei den Schafen gesetzt, aber hier? Hey, ich hab halt das bei mir gehabt, da in grün halt, ne? Ich weiß nicht... Ich weiß also ja ich nicht, ob die Enten farbenblind sind. Wahrscheinlich. Aber ich hatte auch einen Zaun um die Enten gemacht. Soll ich das auch machen? Ja, oder deswegen habe ich dich ja gefragt. Also, wir machen das aber am besten doch nur mit einem Streifen, weil hier ist ja auch nur ein Streifen Platz auf der Seite. Wie ein Streifen? Ja, das wäre. Du kannst jetzt einen Zaun drumherum machen, dass wir dann nur noch die Straße drumherum setzen, wenn das frei ist auf der Seite. Puh, ist das hier so nackt? Oh, mal schnell ein paar Blumen rein hier. So. Dann hole ich noch die anderen rüber. Weiß ja gar nicht, wo sie die hatte, die anderen. Doch, bei dem, wie nennt sich das, Schachbrett. Da ist ja sogar ein weißes Symbol, also ein Symbol mit den weißen, ja, was sind das, Enten sind das auch, ne, ja, Enten. Ach ja, die Peking-Ente, genau, das war ja die Sache. So. So, oh Gott, wenn ich jetzt wiederkomme, hat der Epi wieder total einen Quatsch gemacht, das weiß ich jetzt schon, das hab ich im Gefühl. Nein, ich hab... Aber ich finde halt diesen Zaun hier, ich wollte das mit dir besprechen, wie findest du den Zaun? Ist der gut? Findest du den auch gut? Ja, den habe ich bei mir reingemacht. Also jetzt den in der Mitte jetzt nicht. Ja gut, der in der Mitte... Der in der Mitte wäre jetzt schön, wenn der jetzt weiß wäre oder so, aber ich glaube, das kannst du nicht mit einmal ändern, ne? Nein, du musst den jetzt nicht umtauschen. Ich sag nur, das wäre jetzt von der Farbe her natürlich schöner. Aber der steht ja jetzt schon hier drin. Also hier mache ich eine Tür rein. Also machen wir das jetzt so breit wie hier? Oder machen wir das jetzt voll? Das weiß also ich jetzt wie gesagt, meine waren voll. Also ich weiß nicht, was du vorhast. Also machen wir das... Weiß ja nicht, weil wie viel willst du da noch hinten, hinten oder wie? Du kannst es auch offen lassen und... Ja, lass das mal so. Komm, genau. Nee, lass es so, wie es ist. Ich mache jetzt hier einen Zaun hin. Ja, hallo. Du hast gesagt, lass es so. Also habe ich die jetzt hier hingemacht. Also mach da keinen Zaun hin. Nein. Du hast gesagt, ich soll so machen. Nein. Doch. Da kommen dann andere noch hin. Da kommen doch keine anderen hin. Wolltest du die jetzt alle an einer Stelle haben? Ich dachte, wir machen zwei Stellen. Was? Zwei Stellen? Nein! Oh, ey. Ja, soll ich die jetzt also, wieder verkaufen? Wie gesagt, ich hatte gedacht, dass man diese vier Dinger hier reinmacht. Und dafür könnte man das bis unten hinten machen. Was schiebt den Zaun noch? Das ist außen. Dann hätten die zwei nebeneinander, die neuen. Ist das jetzt das, was du sagen willst? Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung. Dass wir jetzt hier quasi zwei Streifen dann jeweils für eine andere Sorte machen. Das heißt, die hier muss ich jetzt wieder verkaufen. Nein! Nein, mach's komplett, bitte. Jetzt mach's komplett. Ja, aber warum? Du machst mich wahnsinnig gerade. Ja, weil du es doch schon angefangen hast. Willst du die jetzt wieder wegtun, oder was? Ja, habe ich gerade gesagt, ja. Warum? Ja, damit das richtig ist. Dann mach. Aber so viel gibt's nicht. Es gibt nur sechs. Wenn du alleine vier auf diese Seite machst, was machst du denn auf der anderen Seite? Lässt du dann auf der anderen Seite frei, oder wie? Ja, aber hier ist ja das Ende. Auf der anderen Seite können wir vielleicht was anderes dran bauen, oder so. Ja, mach. Also das wär, von den Seiten her fände ich jetzt hier, ehrlich gesagt, die Seite besser, weil es halt das Ende ist. Tut mir leid, meine armen Entchen. Es tut mir wirklich leid, der Epi ist böse. Ganz böse. Ist auf der dunklen Seite, der macht der Epi. Aber er hat Kekse. Willst du da oben jetzt
den Zaun quasi in rosa. Haben wir das überhaupt schon freigeschaltet bei dem? Das ja, war doch ein Beispiel. Das musst du ja nicht so. Ja, sollen wir das machen? Sonst würde ich das machen, deswegen. Machen wir halt das Wolken Dreamland hier so. Also das so. Soll ich das so machen? Guck. Bevor du wieder meckern bist danach. Ja. Und das dann drumherum quasi. Warum machst du denn jetzt da rein? Hä? Ach so, wegen dem... Ja, doch, ja. Ja, die müssen ja abgeschottet sein hier, die... Ja, genau. So. Nachher werden die noch gestochen, die Leute, die hier oben sitzen. Das ist ja, sind ja keine bösen Fische, aber die sind ja schon so ein bisschen... Aggro, wollte ich gerade sagen. Die sind ja schon so ein bisschen... Die können einem ja auch wehtun, ne? Darf man nicht vergessen. Das sind Schwertfische. So. Das hast du toll gemacht. Du hast das eine nach draußen und das andere nach drin gemacht. Welches nehmen wir denn jetzt? Du sollst das, was du jetzt gemacht hast, zu nehmen. Also muss ich das nach außen versetzen? Ja. Was hat der Epi jetzt hier für Quatsch gemacht? Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das überhaupt nehmen kann, weil... Ja, dachte ich mir schon, weil er dann das untere nämlich dahin setzt. Moment, aber dann muss ich... Und da wahrscheinlich rumsetzen, oder? Ah, jetzt. Hallo? So. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, was der hier für ein Quatsch mit dem Ding hier vorhat. Wenn, dann hätte ich aber die bunten genommen vielleicht. Passt das nicht besser zu dem rosan? Was ist denn jetzt schon wieder... Ja, du weißt ja noch nicht, was du da drunter legen willst. Dann, ach, wir hätten auch den bunten Zaun hier oben machen können. Aber du wolltest ja jetzt das Gras. Bunten Zaun? Ja, wir haben doch so einen rosanen Zaun. Ja. Ja. Kannst du noch ein paar Apfelbäume oder so reinstellen? Nee, da müssen ja... Da kommt ja jeweils zwei Enten von den Entenpaaren rein. Einen Apfelbaum kann man hier auch noch hinstellen. Haben wir nicht nur irgendwo einen weggestellt? Da unten ist doch einer. Jeweils zwei Enten. Meinst du, dass das funktioniert? Es sind insgesamt 12. Wie viele Felder haben wir hier? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann könnten wir noch 4 Bäume, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, reinsetzen. Dann mach das mal. Ach Quatsch, ich gehe auf die Blumen, ich Idiot. Also 12 Felder hast du gesagt, ne? 6 Stück sind das. 6, 8, 10, 12. Na gut, dann machen wir da noch einen rein. So. Aber da musst du vorne auch einen Zaun machen. Oder willst du das vorne... Machen wir vorne diesen weißen Zaun? Wie vorne? Wo ist vorne? Ja, vorne, damit die nicht weglaufen. Ja, da habe ich, glaube ich... Was habe ich da heute gemacht? Nein, wir haben keine Edelsteine mehr. Ja, ich dachte an den weißen Zaun. Warte mal, ich guck mal eben, dass ich noch ein paar Edelsteine besorge. Ich weiß nicht. Mhm. Ist klar. Deswegen hatte ich auch eben noch ein paar hundert Edelsteine da, damit ich was mache. Ja gut, okay, ich habe den Zaun allerdings auch noch mitgemacht, muss man auch dazu sagen. Da kann ich noch. So, mal gucken. Gucken. Hallöchen. So, jetzt hau die nicht wieder alle weg. Ich brauche noch welche von Zaun. Ja. Wenn er schon ja sagt. Das ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Ja, mit 606. Wir beobachten mal, ob da was runtergeht. Ja, ich brauche auch für den Zaun noch. Nee, ich muss ja erst... Achso, draußen meinst du? Ach,
816. Weil ich muss ja drinnen auch noch einen kleinen Zaun machen. Denk dran. Da brauche ich nicht viel für, aber ein bisschen was brauche ich halt. 960. Mal gucken, was da runter geht. So. Jetzt hat der hier... Boah. Dieser kleine. Miese. Was ist denn jetzt schon wieder? So. So. Zwei Sachen muss ich noch machen. So, die sind ein bisschen teurer. Er hat es nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Die weiß es nicht. Die hat sich nur aufgeregt. Ja, guck doch mal. Das sieht doch schön aus. Also ich finde, das passt farblich. Draußen hätte das jetzt noch besser ausgesehen, ehrlich gesagt. Aber wie bist du denn darüber gift? Das sieht aber so cool aus. Meintest du jetzt das wegen dem Hinporten, worüber ich mich schon, naja, in Anführungszeichen beschwert habe? Aber ich würde das dann nicht hier reinstellen. Ich würde das dann, wenn wir das hier frei machen, dann zur Seite stellen. Ne? Ja, aber den Zaun kann man ja auch drum machen, also hier. Nein, ich meine, dass wir dann hier voll diese 3x3 Felder dann später haben. Ja. Das wäre das dann... Was machst du denn jetzt? Ja. Oh. Ich schlag den irgendwann mal. So. Da hinten, genau, wir müssen erstmal das hier einzäunen auf jeden Fall. Müssen wir aber hier die Bäumchen auch wegmachen. Zumindest hier vorne. Ich meine, die da hinten, die brauchen wir ja jetzt noch nicht. Du hast das aber gewollt, dass du hier reinfahren kannst, oder? Was denn? Ja, dass du da ein Tor gemacht hast. Ja. Weil du das hinten noch nicht hattest, oder? Ah, nee, doch, da hast du eins. Das hatte ich nicht gesehen. Also zwei Tore habe ich eigentlich reingemacht immer. Habe ich jetzt eigentlich... Eins... 2, 3, 4, 5. Ach, das muss noch ein tiefer. Hä? Scheiße. Noch ein tiefer. Ja, 6 Felder muss das hier sein. Es sind aber nur 5, oder? Ja, rein. Moment. Haben wir das nicht hinten? Hinten ist das auch so ein bisschen blöd. Das kommt nicht ganz aus. 5 ist, glaube ich, gleich wie hier. Warte mal. Also hinten sind es aber 6, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch, okay. Ja, also ist 1 zu wenig hier drüben, oder? Ja, wenn das 5 sind, dann ja. Aber ich habe es noch nicht getestet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das ist richtig. Also habe ich doch richtig gerechnet, ja. Ja, ausnahmsweise hast du mal was gut gemacht. Schatz, du hast was gut gemacht. Ja! Ja! Kann ich dich jetzt schlagen oder gleich? Du kannst mich mit dem Rasenmäher überfahren, wollte ich gerade sagen. Aber es ist kein Rasenmäher. So, wir gucken jetzt dem Epi noch dabei zu, wie er das jetzt schön noch zumacht hier. Ja, du hättest ja die Tore reinmachen. Hast du schon gemacht, gut. Sollen wir auf die Seite auch noch? Sollen wir auf die Seite auch noch Tore machen? Nee, ne? Also, ja, hier doch, bei dem Längen hier, da solltest du gegenüber noch eins machen, weil hier hast du ja eins reingemacht. Ja, ja, genau, mach mal. Geht los, auf in die Freiheit, meine Peking-Enten. Lauf, der Epi will euch essen. Kannst du jetzt mal ein Tor da reinmachen und nicht da so. Nee. Sonst kann ich den nicht. Ja, ich kann ihn nicht hinsetzen, dann würde der wieder einen dazu. Warte. War jetzt das Richtige, ne? Nicht, dass das das Falsche ist. Nein! Oh, shit. Diesen Ausspruch, den habe ich so oft vom Epi gehört. Und meistens flucht er dann danach immer, wie blöd er denn ist und dass er das gar nicht machen wollte. Und was dieses doofe Spiel schon wieder alles gemacht hat, obwohl er das nicht wollte. Jetzt ja, das ich sieht ein jetzt Tor irgendwie über. Komisch aus. Jetzt habe ich ein Tor über. So eine Scheiße, das muss ich jetzt weglöschen. Wie so ein Tor? Das ist ein Zaun. Das ist ein Tor. Hier, mach mal. Oh, ich mach schon das Tor selber. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch gar. Wieso Tor? Moment. Ach, da hinten ist noch eins. Ja. Und du hast Scheiße gebaut. Du hast hier keine Futterstation in das Ding gemacht. Du hast einfach sinnlos Dinger reingemacht. Ich hätte in jedem. Nein, sinnlos nicht. Ich habe das so gemacht wie bei mir, aber ich wollte die im Nachhinein tatsächlich auch noch reinmachen. Da sagst du gerade was. Ich habe die Ente rausgeschoben. Oh, nö. Da. Steht's auf dem Gang. Nö. Hier. Da, bei mir. Nein. Jetzt geht's rein. Oh. Ich glaube, der hat Halluzinationen. Du kennst mich mal. Der weiß jetzt auch irgendwie schöner aus. Ihr seht es ja. Hier ist
kann. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Boden hier? Das oben ist, gefällt mir noch nicht besser. Ja, wie gesagt, du kannst das Bunte zum Beispiel nehmen. Das sieht doch auch ganz lustig aus dazu, oder? Welches Bunte? Was ist denn das? Laberst du? Ach, Moment. Also es gibt es einmal in Rosa oder einmal im Bunt. Ja, das genau, das ist cool. Mach das mal dahin. Komplett. Ja, pass auf, dann mach du die eben weg und ich mach die dann dahin. Ich sollte aber Q drucken, nichts anderes. Jetzt lasse ich natürlich eins, spare ich jetzt auf, weil wir das dann verschieben. Aber jetzt ab hier oben dann, oder willst du das bis unten runterlegen? Weil du hast jetzt unten, den Teil hast du jetzt gelassen. Willst du das bis zur Tür hier oben dann? Das soll ab diesem Puderrosen Pontarosa sein hier. Ich habe jetzt nichts verstanden, was du gesagt hast, aber das sieht wirklich schön aus. Die Kombination, weil da ist alles drin, da ist so ein bisschen gelb, sag ich mal, von dem Fressen und so drin, das Rosa drumherum und das Grün, das sieht gar nicht so schlecht aus, du. Mir fehlt da noch ein Symbol. Hast du gesehen, hier kann man auch durchlaufen, habe ich extra gemacht. Mir fehlt ein Symbol. Jetzt macht da keine Fahne hin. Nein. Das ist so schrecklich. Was Besseres mache ich hin. Oh mein Gott. Wenn ich finde, ich finde es aber gerade nicht. Hä? Ich setze mich schon mal so lange. Haben wir das nicht freigeschaltet? Doch. Ich weiß ja nicht, was du meinst. Weiß ich auch nicht. Es ist klar, du willst es nur nicht sagen, weil ich sagen würde, das sieht scheiße aus. Nee, wir haben nur keine 120 Dias. Aha. Aber das sieht schon mal gut aus. Und dann würde ich fast sagen. Hallo? Bleibst du auch mal sitzen? Nö. So, dann würde ich fast sagen, dass wir mit diesem wunderschönen Ausblick hier oben erstmal die Folge beenden, weil die ist jetzt schon so irrsinnig lange geworden. Und wenn der Epi dann herausgefunden hat, was er jetzt eigentlich machen wollte und wir noch ein bisschen die Edelsteine eben umgemodelt haben, dass er dann noch 20 mehr hat, dann werden wir euch das am Anfang der nächsten Folge zeigen. Das ist jetzt ein Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Die aber leider nicht so schnell kommt, weil der Epi sich ja verdrückt. Der hat ja Familienangelegenheit, ist eine Woche nicht da. Und ja, da gibt es dann leider keine neue Folgen. Ich muss die ein bisschen strecken dann. Damit ihr da nicht so eine Durststrecke habt wie ich, wenn der Epi nicht da ist, sondern so in kleinen Dosierungen was von ihm bekommt. Ich wollte jetzt Tschüss sagen, aber danke, dass du diesen wunderschönen Augenblick versaust, indem du vom Tisch aufstehst. Weiß, bitte sehr. Was macht er denn da hinten? Jetzt komme ich wieder. Warum hast du die jetzt umgestellt? Damit die Futter kriegen. Ach nee, das ist ja gar kein Futtergeld. Das ist ja nur, damit die in den Stall können. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Okay, wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir verabscheuen uns. Tschüss. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.